Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Heute geht es um die Alpha 3.10, um das neue Flugmodell und um das neue Kampfsystem, in Anführungsstrichen, was ja ebenfalls alles mit der 3.10 reinkommt. Dazu gibt es bereits schon das Video von letzter Woche, da haben wir uns das alles schon angeguckt. Viel Neues gibt es also heute zu diesem Thema nicht, aber es gibt jede Menge Gameplay-Aufnahmen von CIG, die am Donnerstag in dem Inside Star Citizen mit uns geteilt wurden und die wollen wir uns heute einmal anschauen, darauf ein bisschen eingehen und nochmal einen genaueren Blick auf die ganzen Details werfen. Ich packe euch unten in die Kommentare angepinnt das Video vom letzten Donnerstag, wo ich das Flugmodell und die ganzen Anpassungen und so weiter da euch schon gezeigt habe. Wer da nochmal reingucken will, der möge das dort gerne tun. Ich will möglichst wenig davon heute nochmal wiederholen, jedenfalls das, was wir schon wissen. Aber es ist zunächst mal so, dass ein eigenständiges Team in CIG von Entwicklern und Programmierern und Designern sich seit Anfang des Jahres intensiv mit dem Flugmodell befasst hat, weil man damit eben unzufrieden war. Ich denke, da wird auch jeder zustimmen können von denen unter euch, die das Spiel schon spielen. Man will vor allem eben einen deutlich größeren Unterschied haben zwischen dem atmosphärischen Flug und dem Flug im All. Das seht ihr hier auch ganz gut, dass die Schiffe sich einfach anders anfühlen, auch anders bewegen, anders reagieren. Das heißt aber auch, und das muss ich euch auch sagen, dass speziell die etwas größeren Schiffe es deutlich schwerer haben werden, in Atmosphären zu fliegen als jetzt. Zumindest diese großen Backsteine, ja, die sind halt dafür einfach nicht gedacht, dass man krasse Manöver fliegt oder Loopings fliegt. Das macht auch keinen Sinn bei diesen großen Schiffen. Man will hier mehr Realismus haben und man will vor allem eins, nämlich, dass es wichtiger ist als bisher, das richtige Schiff für die jeweilige Situation zu haben. Also wenn ihr Loopings fliegen wollt, krasse Manöver, Racing oder sonst irgendwas, dann müsst ihr eben jetzt viel, viel mehr darauf achten, das richtige Schiff zu haben. Und da kommen wir eben hier zum Beispiel, sehen wir hier wunderbar, diese Auftriebslinien und die Zuglinien, also die blauen, die uns quasi den Auftrieb nach oben anzeigen, die roten Linien, die zeigen, wie wir nach unten fallen. Das ist jetzt ein sehr aerodynamisches Schiff, ihr seht das an den Flügeln, das heißt, wir haben da gewissen Auftrieb, während eine 890 Jump diese blauen Linien natürlich in einer ganz anderen Form hat und bei weitem nicht so gut da mithalten können wird. Na, also es ist viel, viel wichtiger, das richtige Schiff zu haben. Dadurch wiederum, das ist der große Vorteil, werden eben ganz neue und realistischere Manöver möglich, die vorher ja eben nicht so wirklich geklappt haben, weil man einfach diesen Auftrieb gar nicht hatte und diese ganze Interaktion mit Luft, Atmosphäre, mit der Schwerkraft und so weiter. Ja, weil es ist ja auch logisch, wenn ihr euch mit 100 Metern pro Sekunde geradeaus bewegt und dann das Schiff direkt hochdreht und habt Flügel, dann drückt natürlich diese Kraft gegen eure Flügel und bremst euch quasi instant ab. Dadurch wird das Flugverhalten am Ende viel, viel mehr in Richtung Flugzeuge gedreht in Atmosphären, was ja auch sinnvoll ist. Die großen Raumschiffe, wie zum Beispiel eine Carrack oder auch eine 890 Jump oder ähnliche, die haben natürlich ihre VTOL-Triebwerke und können dann entsprechend auch gegensteuern, aber eben auf eine andere Art und Weise. Also hier mehr Unterschiede. Außerdem wird der Wind und das Wetter einen großen Einfluss darauf haben, wie ihr fliegt und wie ihr euch jeweils anpassen müsst an die jeweilige Situation. Und was ebenfalls ganz cool noch dabei ist, Schäden, die ein Schiff eventuell hat, wir sehen es gleich anhand einer Cut des Black, werden das Flugverhalten deutlich verändern, weil wir nämlich damit spielen müssen, dass zum Beispiel eben ein Triebwerk fehlt oder ein Flügel fehlt oder andere Dinge, wie auch immer, fehlen. Und dann müssen wir eben das Schiff, ja, komisch fliegen, dass wir eben nicht abstürzen. Das Ganze gibt wieder mehr Realismus und macht auch viel, viel mehr Spaß, weil man einfach mehr Kontrolle hat oder sie auch eben verliert. Also man hat selber als Spieler mehr Kontrolle über das, was da gerade so abgeht. Und das, was da gerade so abgeht, führt uns auch zum zweiten Punkt, der direkt damit auch in der Verbindung steht, nämlich zum neuen Kampfsystem. Ich klammer das mal so ein bisschen ein, weil wirklich neu ist es nur in bestimmten Bereichen. Ganz, ganz wichtig ist, wir können jetzt eben diese Targets locken. Also locken oder pinnen. Das gilt übrigens auch für verbündete Ziele. Also wir können damit auch unsere verbündeten Targets viel, viel besser verfolgen und können aber gleichzeitig eben den Gegner richtig locken. Also ein Gegner kann gelockt werden und bis zu drei weitere können gepinnt werden, also sowohl Gegner als auch Verbündete. Die gelockten Targets geben uns übrigens dann auch die Infos, ne? Also Schilde, Vorhaltepunkt, was wir eben brauchen, um das Ziel vernünftig zu verfolgen. Die gepinnten Targets werden nur als Pfeile angezeigt, dass wir wissen, wo die sind. Das ist ganz nice, gerade im Multikampf. Und apropos Pfeile, ich würde euch bitten, mal eure Aufmerksamkeit auf ein ganz bestimmtes neues Feature zu legen. Und zwar, guckt mal bitte in das neue Interface. Wir haben in der Mitte jetzt unsere Schiffesmitte. Das ist dieses Rechteck da mit dem Kreuz in der Mitte, das ist erstmal egal. Was wir aber auch neu haben, ist
eine Linie und einen Punkt, welche von der Schiffsmitte aus sich dahin bewegen, wo wir unsere Maus hinbewegen. Und das ist das Killer-Feature für mich in der Alpha 3.10 beim Kämpfen. Weil wir hatten bisher das Problem, dass wir im Fixed-Modus und im Gimbal-Assist-Modus keine Möglichkeit hatten zu wissen, wo unsere Maus gerade ist. Wir mussten das immer schätzen. Und das wird endlich behoben, Gott sei Dank. Also, wir sehen jetzt immer, egal welchen Modus wir benutzen, wo ist unsere Maus, wohin müssen wir sie bewegen, um das Schiff in die Richtung zu drehen, wo es hin soll. Ganz fantastisch. Außerdem, was ebenfalls fantastisch ist, ihr seht diesen weißen Kreis. Das ist der neue Gimbal Assist oder auch Fixed Assist. Also, bisher hatten wir einen Kreis, der war so gestrichelt, hat sich nie verändert und innerhalb des Kreises konnten wir dann das Ziel treffen. Der neue Assist sorgt aber dafür, dass wir genau sehen, wie gut er selber funktioniert, weil je besser wir selber schießen, desto besser kann der Gimbal Assist auch uns dabei helfen zu treffen. Also, wenn wir ein Target im Visier haben und wir haben es sehr gut eingestellt, ist der Kreis quasi voll, dann treffen wir wahrscheinlich zu 100%. Wenn wir aber weggehen und an den Rand des Kreises kommen, wird dieser Kreis immer löchriger außenrum. Ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Auf jeden Fall, dann treffen wir schlechter. Das heißt, wir haben mehr Kontrolle und mehr Anzeigen und können wesentlich besser uns darauf konzentrieren, zu schießen und nebenbei zu fliegen als bisher, weil wir einfach mehr Informationen haben und auch der Fixed-Modus einen kleinen Assist bekommt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich persönlich finde diese Änderung extrem wichtig und extrem geil. Ich freue mich sehr darauf, das zu testen. Es ist schwierig, darüber zu berichten und sich das irgendwie vorzustellen, weil es so ein bisschen abstrakt ist. Ne? Wir können es aktuell nicht wirklich spielen, kommt ja aber alles dann mit der 3.10 rein. Und dadurch, dass die 3.10 kurz vor Release steht, also PTU-Release, werden wir das sehr, sehr bald auch in unsere Fingerchen bekommen und können erstmal in Ruhe ordentlich austesten und uns ein richtiges Bild davon machen. Gut, apropos Alpha 3.10, das führt uns zum zweiten Part des Videos. Wir schauen uns nochmal die ganzen Features an, nochmal in einer großen Zusammenfassung, was alles kommt und wie das Ganze aussieht. Ich würde sagen, let's go! Wer durch seine Anwesenheit Pets blockt, muss damit rechnen, dass ein Raumschiff beschlagnahmt wird und dafür gibt es diese wunderschöne Zeitanzeige. Außerdem gibt es höhere Strafen und längere Strafen für die beliebten Pet-Rammer. Darüber hinaus ist es so, dass jemand, der illegal landet, ebenfalls eine Zeitanzeige bekommt, bis sein Schiff beschlagnahmt wird. Das sollte auch ein bisschen die Wartezeiten verkürzen. Updates gibt es auch für die Liefermissionen. Diese bekommen mehrere Ebenen, also mehrere Checkpoints unter dem Motto, flieg zu A, hol das Paket ab, bring's zu B. Die bei B machen irgendwas damit und dann sagen die, yo, jetzt bring's mal zu C. Also ne, verschiedene Ebenen, verschiedene Checkpoints, die ihr dann ablaufen könnt. Ebenfalls gibt es Verbesserungen für die illegalen Transportmissionen und es gibt auch allgemein mehr illegale Drogentransportmissionen oder ähnliches. Dann wird ein Versprechen eingelöst, nämlich wir bekommen Farbeimer. Also wir können Ingame-Skins für diverse Raumschiffe kaufen bei vorhandenen Ingame-Shops. Zum Beispiel seht ihr hier beim Dumpers Depot mit Ingame-Anzeige, wie dieser Skin aussieht. Außerdem kommt der Elektron-Schaden ins Spiel mit seinen neuen Elektron-Waffen, also die Pistole und die Sniper. Auch das dürfte ein paar neue taktische Möglichkeiten mitbringen und die Vielfalt erhöhen. Darüber hinaus kommt ebenfalls das Body-Dragging. Also wir können Leichen oder auch Verletzte vielleicht einfach aufsammeln und irgendwie hinschleppen, zum Beispiel ins Raumschiff, wird später mal wichtig sein fürs Medical Gameplay oder auch für Stealth. Dann kommen wir noch zum Restricted Area Rework, haben wir uns auch schon angeschaut, da waren es noch solche großen grünen Vierecke, das Ding hier sieht natürlich noch einen ganzen Ticken besser aus, sollte auf jeden Fall das Starten und Landen deutlich vereinfachen, die Findung des Hangars und so weiter und ja, ich hoffe mal auch zu weniger Problemen führen mit dem fiesen Autopiloten. Das hier haben wir uns gerade schon angeguckt, das ist das atmosphärische Flugmodell, wie gesagt, werden wir uns anschauen auf dem PTU, wie sich das spielt und wie man damit umgehen kann. Dann kommen wir noch zum Highspeed Combat. Der sorgt ja dafür, haben wir auch schon uns angesehen, dass wir bei hohen Geschwindigkeiten schwächer werden, was die Waffenleistung oder Schildleistung angeht. Bin ich gespannt, ob das das Problem löst, dass alles immer so mega schnell ist und hin und her und rush. Wir werden das sehen. Das hier ist nochmal das neue Targeting-System, auch für die Geschütztürme. Sollte eben die Geschütztürme deutlich verbessern. Auch das werden wir uns in Ruhe ansehen. Ist schwierig, das aus der Ferne jetzt so zu sehen, ne?
Natürlich kommt auch die AI nicht zu kurz und bekommt diverse Updates. Sie wird in Deckung gehen können. Sie hat eine bessere Wegfindung. Wir haben schon das mit dem Nachladen gesehen. Also es wird eine insgesamt schlauere KI. Bin ich gespannt, wie die sich spielt und wie man vor allem gegen sie dann ankommen wird in der 3.10. Optische Verbesserungen gibt es für die M50 von Origin. Außerdem kriegt die K2AL diverse Updates, stärkere Schilde, höhere Panzerung, bessere Waffenslots und bessere Manövrierbarkeit. Die Grimhacks haben wir uns schon zur Genüge angeschaut, da nochmal ganz kurz der Hinweis, neue Shops, neue Hangars und Bereiche für das spätere Scramble Racing Gameplay. Außerdem gibt es neue Hangars und neue Shops für New Babbage mit neuen Mobiglas-Variationen in der Factory Line, die ebenfalls als ganz neue Ebene hinzukommt. Last but not least, neue Locations, beziehungsweise alte neue Locations, die durch Plantech V4 erst weggefallen sind, kommen zurück. Also diverse Wracks, diverse Locations auf den Monden und Planeten, überall im gesamten Stanton-System mit der neuen Schelte-Mechanik, wo wir in Deckung gehen können vor zu starkem Wetter. Puh, also wenn das mal nicht eine ganze Menge Kram ist, ich muss wirklich sagen, die 3.10 hat sich im Laufe der letzten Wochen zu einem echt geilen Patch entwickelt und es fehlen hier noch einige Sachen, die auch noch mit reinkommen, also ich bin begeistert, ihr könnt hier mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Die 3.10 soll jetzt very, very soon auf dem PTU kommen, ich persönlich rechne mit heute Abend. Wir werden das sehen, heute ist ja Freitag, das heißt heute Abend ist auch Livestream, 20 Uhr geht's los, wenn die 3.10 19 Uhr kommt, dann starten wir gerne auch schon ein bisschen eher. Ich kündige es nachher nochmal auf dem oder im Community-Tab an und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Falls sie nicht kommen sollte, spielen wir eben dann die 3.9.1. Ich weiß noch nicht, wie ich den Stream ankündige, ist ja auch eigentlich völlig egal. Ihr werdet es dann schon sehen. Wir passen uns dann einfach ganz dynamisch an das Geschehen an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, bis heute Abend hoffentlich dann Daumen drücken in der Alpha 3.10. Ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for. Does the sun go down on the moon?